Hey Leute, Flo hier. Heute nehmen wir ein weiteres Video des Kanals Norman Investigativ unter die Lupe. Darin behauptet Norman, er würde den angeblichen Klimaschwindel aufdecken. Aufgrund des Umfangs wird diese Reaction wieder ein Mehrteiler. Zur Unterstützung habe ich diesmal einen Gast eingeladen, den Max. Hi. Hey, ja, vielen Dank, Flo, für die Einladung. Ich beschäftige mich ja schon lange mit der Forschung um den Klimawandel und deswegen freue ich mich, hier gemeinsam mit dir Normans Behauptungen und die Erkenntnisse der Klimawissenschaften mal gegeneinander zu halten. Okay, also legen wir los. Norman startet hier direkt schon mit massivem Framing im Intro. Willkommen bei Norman Investigativ. Der Klimawandel. Wir seien mittendrin in der Veränderung, meinen hochbezahlte Wissenschaftler, Politiker und Medienvertreter. Also zumindest in Deutschland werden Wissenschaftler doch nach Tarif bezahlt. Also in der Ölindustrie zum Beispiel könnten Geologen viel mehr Geld machen, als wenn sie Paläoklimatologie oder sowas untersuchen. Und sollte es weitere 2 Grad wärmer werden als heute, also anstelle 15 Grad, ganze höllische 17 Grad Celsius, dann drohen uns katastrophale Folgen. Das Herunterspielen der Problematik mit dem Hinweis, es wären ja nur 2 Grad, ist ziemlich naiv. Es handelt sich um Durchschnittstemperaturen. Lokal können die Schwankungen natürlich größer sein. Schon scheinbar geringe Schwankungen der Durchschnittstemperatur gehen mit verstärkten Wetterextremen wie häufigeren Dürren und Überflutungen einher, was man schon jetzt spürt. So haben diese Extremwetterereignisse etwa laut diesem Nature-Artikel in den letzten Jahren signifikant zugenommen. Satellitengestützte Messungen des Meeresspiegels zeigen einen signifikanten Anstieg in den letzten Jahrzehnten. Darüber hinaus werden die Meere immer saurer. Diese Messungen aus Hawaii zeigen in Rot den Anstieg der CO2-Konzentration in der Luft seit 1958. Die grünen Punkte zeigen, wie parallel die CO2-Konzentration im Meerwasser zugenommen hat, während gleichzeitig der in hellblau dargestellte pH-Wert des Meerwassers fällt, das Wasser also saurer wird. Klar, das CO2 im Wasser bildet Kohlensäure. Viele Meeresorganismen reagieren auf Änderungen des pH-Werts empfindlich. Dieses Paper zeigt, dass die Übersäuerung der Ozeane Korallenbleichen begünstigt, was zum Absterben der Korallen führen kann. Auch eine geringe Erhöhung der Meerestemperatur begünstigt Korallenbleichen. Die Korallenbleiche hat seit den 80er Jahren erheblich zugenommen, wie dieses Paper zeigt. Zudem hat seit den 1950er Jahren weltweit die Gletschermasse signifikant abgenommen. Also ja, selbst scheinbar geringe Erhöhungen der globalen Durchschnittstemperatur führen zu Problemen, die mitunter schon jetzt nachweislich spürbar sind. Ja, und darüber hinaus handelt es sich bei diesen 15 Grad für die globale Durchschnittstemperatur um ein weit verbreitetes Missverständnis. Also genau genommen ist es eine Vereinfachung bzw. Rundung. Und tatsächlich ist es viel schwieriger, so einen akkuraten Wert für die Temperatur anzugeben. Das ist mit vielen Unsicherheiten verbunden, die damit reinspielen und die gerade auch die dazu zugrunde liegende Berechnung hatten Einfluss. Das heißt, das globale Mittel kann man eigentlich so genau nicht angeben. Man kann sich zum Beispiel mal die Daten der National Oceanic and Atmospheric Administration der USA ansehen. Der NOAA zufolge lag das Mittel im 20. Jahrhundert bei etwa 13,9 Grad Celsius. Standardabweichung kommt natürlich noch da drauf. Und das wärmste Jahr seit dem Beginn der detaillierten Aufzeichnung, das war dann also das Jahr 2016, und da lag das Mittel dann bei 14,9 Grad Celsius. Was man sehr viel genauer als die globale Durchschnittstemperatur und über verschiedene Methoden der Mittlung hinweg angeben kann, ist die Änderung. Deshalb wird die Erdtemperatur auch als Temperaturanomalie, also als Abweichung zu einem Mittelwert angegeben. In aller Kürze erklärt, man misst absolute Temperaturen mit einem Thermometer. Allerdings nur sehr punktuell und nicht flächendeckend. Und die Unsicherheit kommt nun dadurch ins Spiel, dass die gemessenen Absoluttemperaturen für unterschiedliche große Bereiche gelten. Messe ich zum Beispiel auf einem Bergwipfel, ist die Temperatur schon wenige Kilometer weiter eine völlig andere. Und diese Unsicherheiten werden dann erfasst und dann auch genau mit eingerechnet und aufgeführt bei der Angabe der globalen Mitteltemperaturen. Eine Änderung der Temperatur korreliert allerdings über weit größere Gebiete. Und das macht dann die Mittlung auch deutlich genauer. Und deswegen nutzt man dann die Anomalie statt der Absoluttemperaturen, wenn man über die globale Erwärmung spricht. Dann drohen uns katastrophale Folgen und daran seien alleine wir Menschen schuld, weil wir Unmengen an Kohlendioxid produzieren. Ist dem so? Erwärmt sich unsere Erde aufgrund ansteigender CO2-Konzentrationen? Ja, und dafür gibt es klare Evidenz. Ein Beispiel,
Die Stratosphäre kühlt sich ab, während die Troposphäre sich erwärmt, was klar dafür spricht, dass Strahlung zurückgehalten wird. Das sehen wir zum Beispiel in diesem Paper. Da sieht man dann quasi, ne, unten Troposphäre, also man sieht da links die Höhe und unten Temperaturtrends. Und man sieht halt, dass sie bis 50 Kilometer oder so halt positiv sind und danach werden sie negativ. Und die haben halt die ganz verschiedenen Sensoriken dafür auch gezeigt. Also die haben das mit 6 verschiedenen Messmethoden gemessen quasi. Aber mal schauen, was Norman dazu sagt. Haben wir es hier eventuell mit dem größten Schwindel des Jahrhunderts zu tun? Bleibt dran und findet es heraus. Wer jetzt denkt, Norman würde im Verlauf des Videos auch nur ein einziges wissenschaftliches Paper zeigen, wird schwer enttäuscht werden. Bilden wir den Mittelwert aus allen gemessenen Temperaturen, so erhalten wir eine globale Durchschnittstemperatur von rund 15 Grad Celsius. Wie vorhin bereits erwähnt, sind die Änderungen relevanter als die absoluten Temperaturen. Ermitteln wir auf diese Weise die Durchschnittstemperaturen der letzten 150 Jahre, so erhalten wir eine Kurve, die etwas über den Zustand unseres Klimas aussagt. Diese sogenannte Klimakurve zeigt ebenfalls keine absoluten Werte, sondern die Änderung, die Temperaturanomalien. Und wie wir vorhin gesehen haben, kann man die ja viel genauer bestimmen. Wie man sieht, haben diese Anomalien deutlich zugenommen. Und laut dieser Klimakurve wird es wärmer auf unserem Planeten und daran seien einzig und alleine wir Menschen schuld. Naja, zumindest hauptsächlich. Also bereits im 5. Sachstandsbericht des IPCC von 2013 zu 2014 wurde berichtet, dass die Forschungsergebnisse darauf hindeuten, dass die natürlichen Variationen und Faktoren im Klima keinen wesentlichen Anteil an den aktuellen globalen Erwärmungen haben. Im jüngst veröffentlichten 6. Sachstandsbericht wurde es nochmal deutlich genauer aufgearbeitet mit dem Indikator Likely bewertet. Um jedes Detail der Begründung nachzuvollziehen, bräuchte man Dutzende YouTube-Videos. Aber ein paar leicht verständliche Aspekte wollen wir eben beleuchten. Diesem Plot ist zu entnehmen, dass die CO2-Konzentration stark zugenommen hat seit der Industrialisierung. Die höchste Konzentration seit tausenden Jahren. Und woher wissen wir das? Zum Beispiel von Eisbohrkernen. Und über Isotopenmessungen wissen wir genau, dass ein erheblicher Anteil der CO2-Konzentration in der Atmosphäre menschgemacht sein muss und nicht etwa aus natürlichen Quellen wie Vulkanen kommen kann. Gleichzeitig zeigen zum Beispiel Satellitenmessungen, dass CO2 und andere Klimagase die Wärmeabstrahlung der Erdoberfläche reduzieren. Auch dazu gibt es ein Paper. An dieser Stelle muss man die besondere Rolle von Wasser als Klimagas hervorheben. Denn Wasser ist ein sehr starkes Klimagas. Allerdings haben wir keine direkte Kontrolle darüber, wie viel Wasser in der Atmosphäre sich befindet. Denn das hängt hauptsächlich davon ab, wie warm die Luft ist. Warme Luft nimmt mehr Wasser auf. Mehr Wasser in der Luft bedeutet höhere Klimawirkung. Und damit wirkt Wasser vor allem als Verstärker der Klimawirkung anderer Treibhausgase. Okay, also das heißt dann, wenn durch CO2 die Temperatur erhöht wird, dann kann die Atmosphäre eben auch mehr Wasserdampf aufnehmen. Ja, genau. Und das sorgt dann für eine zusätzliche Erwärmung, sodass quasi die Wirkung vom CO2 verstärkt wird. Oder wie kann man das verstehen? Genau, ja. Also es ist im Endeffekt halt so, also Wasser, es ist so dermaßen viel Wasser in der Atmosphäre. Wir könnten gar nicht so viel Wasser in die Atmosphäre bringen, wie in der Atmosphäre ist. So, ne? Also wenn es halt wärmer wird, dann nimmt die Atmosphäre noch viel, viel mehr Wasser auf. Also die natürliche Wasseraufnahme durch den Wasserkreislauf ist einfach so gigantisch hoch, da spielen wir halt keine Rolle mit den Emissionen an Wasser, die wir erzeugen könnten. Okay, also das ist quasi so ein Faktor, den wir gar nicht großartig beeinflussen können. Nicht direkt, nur, also wir könnten zum Beispiel, das gibt's ja, man kann so Aerosolen in die Luft bringen, die Wolkenbildung erhöhen und dadurch das Abregnen beschleunigen. Das kann man zum Beispiel machen. Das wird auch als Idee überlegt, dass man quasi, wenn es zu warm wird auf der Erde, versucht, so viel wie möglich Wasser immer abregnen zu lassen. Also die ganze Zeit so Silberpartikel und so in die Luft schießt, rund um die Uhr, um die ganze Zeit Wasser abregnen zu lassen. Das kann man schon überlegen. Okay, also das geht schon so in den Geoengineering-Bereich. Exakt, exakt. Aber das ist natürlich, ja, also diese ganzen Sachen, das sind natürlich alles Dinge, die verschatten quasi nur, was wir verbocken, ne? Und dann, sobald man einmal damit aufhört, weil ich weiß nicht was, irgendeine Krise ausbricht, sind wir komplett im Arsch, weil es dann auf einmal einen riesen Temperaturanstieg gibt. Ja, das kann man natürlich vermeiden. Ja, dann schauen wir nochmal beim Norman weiter. Und wenn wir bis zum Jahre 2100 diese Erwärmung nicht stoppen können, dann drohen uns globale Katastrophen im biblischen Ausmaße. Wir spüren jetzt schon die Auswirkungen, wie wir vorhin gesehen haben.
Daher müssen wir schon heute den Kohlenstoffdioxidausstoß reduzieren. Ja, am besten schon vorgestern. Und das ging am besten über die Einführung einer CO2-Steuer, zu der uns Klimaretter, wie dieses kleine Mädchen hier, hinführen wollen. Dafür gibt es halt voll viele verschiedene Methoden. Beispielsweise fordern Verfechter eines strengen marktwirtschaftlichen Ansatzes den Ausbau des Zertifikatehandels. Die chinesische Regierung fährt eine andere Strategie, eine Strategie der Verbote und Förderung im Rahmen ihres Plans zur Klimaneutralität bis 2070. Und die aktuelle Bundesregierung mischt unterschiedliche Werkzeuge wie den Zertifikatehandel, CO2-Steuer, Subventionen, Verbote und so weiter. Außerdem ist eine CO2-Steuer nicht die einzige Forderung von Greta Thunberg oder Fridays for Future. Da geht es etwa auch um den Abbau von Subventionen für fossile Energieträger. Die Höhe der CO2-Steuer wird explizit derart gefordert, dass sie die zusätzlichen Kosten kompensiert, die durch den Klimawandel geschätzt werden. Ein Faktor, den der Norman komplett ignoriert. Und die Logik dahinter? Machen wir alles teurer, wird es in Zukunft kühler. Das ist natürlich reine Polemik und soll an Emotionen appellieren, wobei er höhere Kosten durch Schäden aufgrund des Klimawandels ignoriert. Davon abgesehen wird es durch die Reduktion der CO2-Emissionen nicht kälter, lediglich weniger warm. Abkühlen durch Abdrücken. Das ist die Formel, mit der man das Klima retten will, also mit unserem Geld in deren Taschen und schon gehen die Temperaturen weltweit runter. Aber ist es dann überhaupt wärmer geworden und wer hat das eigentlich gemessen? Hier ist nochmal die Temperaturkurve, auf die sich all die Klimaexperten beziehen. Diese Kurve stammt von der NASA und die gibt an, dass diese Grafik bis zum Jahre 2010 von einem gewissen James Hansen erstellt und später im Jahre 2019 von einem Nathan Lenzen überarbeitet und ergänzt wurde. Nein, die Kurve wurde nicht von Hansen persönlich erstellt. In dem Paper von Hansen und Kollegen wird eine Methode beschrieben, die Daten der verschiedenen Messstationen zu kombinieren. Das ist nämlich gar nicht so trivial. Man kann etwa nicht einfach nur die Temperaturanomalie bestimmen und über alle Stationen mitteln. Schauen wir doch mal ins Paper rein. Hier wird beschrieben, welche Datensätze verwendet werden. Messstationen an Land und Messungen der Ozeantemperatur. Um einen Trend zu bestimmen, der als Referenz zur Ermittlung einer Anomalie benötigt wird, muss etwa sichergestellt sein, dass sich die jeweilige Messstation über einen längeren Zeitraum nicht verändert hat. Um den Einfluss von Messfehlern zu reduzieren, werden benachbarte Stationen miteinander verglichen. Es ist etwa nicht zu erwarten, dass eine Station in der Nähe einen stark abweichenden Temperaturtrend zeigt. Falls doch, ist das ein Hinweis für etwaige Messfehler, die so identifiziert werden können. Bei Hansens Ansatz werden aus dem Datensatz daher nur diejenigen Stationen verwendet, die sich in einem Radius von 1200 Kilometern zu einer benachbarten Station befinden für mehr als 20 Jahre. Ein weiteres potenzielles Problem stellt ein möglicher Bias durch die fortschreitende Urbanisierung dar. Messstationen, die sich vor 50 Jahren noch am Stadtrand befanden und jetzt mitten in der Stadt liegen, können einen abweichenden Trend aufweisen. Um dieses Problem zu lösen, schlägt Hansens Methode vor, die Datensätze mit Satellitenaufnahmen zu kombinieren und anhand des Nachtlichts Messstationen in stark besiedelten Gebieten zu identifizieren. Durch einen Abgleich mit nahegelegenen Messstationen außerhalb der dicht besiedelten Areale lässt sich eine Korrektur vornehmen. So führt die Methode von Hansen letztlich zu einem sehr zuverlässigen und aussagekräftigen Ergebnis. Aber erfunden hat Hansen diese Daten nicht. Das Paper von Lenzen beschreibt eine Verbesserung der Abschätzung der Unsicherheit. Damit hätten wir die beiden Köpfe hinter der Klimakurve. Schauen wir uns diese beiden Persönlichkeiten mal etwas genauer an. Über Nathan Lenzen finden wir so gut wie keinen Eintrag im Internet, was für unsere Zeit und seine Position bei der NASA ungewöhnlich ist. Es scheint so, als wurden all seine digitalen Spuren gelöscht. Wie eine kurze Recherche zeigt, hat Lenzen erst 2017 seinen Masterabschluss gemacht und steckte 2019 zum Zeitpunkt der Erstellung von Normans Video noch mitten in seiner Doktorarbeit. Dass er da noch nicht viel veröffentlicht hatte, ist doch nicht ungewöhnlich. Inzwischen hat er seinen PhD und forscht immer noch zum Klima. Man findet zahlreiche Veröffentlichungen. Von einer angeblichen Löschung all seiner digitalen Spuren kann also keine Rede sein. Hatte Norman hier gehofft, dass niemand mal seine Behauptung nachprüft? Nicht sehr investigativ. Und James Hansen?
Über ihn finden sich schon Spuren im Netz, doch die zeigen ein ganz anderes Bild, als man von ihm, dem Vater der Klimakurve, erwartet. Jetzt kommt ein längerer Ad hominem-Abschnitt. Norman geht also nicht wirklich auf das Thema ein, sondern greift die Person James Hansen persönlich an. Bereits 1971 taucht sein Name im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe auf, doch damals warnte er noch vor einer Eiszeit. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Nein, wir haben sie uns nur ausgedacht, würde Jonathan Frakes jetzt sagen. Zur Begründung steht in der Washington Post: In den nächsten 50 Jahren könnte der Feinstaub, den die Menschen durch die Verbrennung fossiler Kraftstoffe stetig in die Atmosphäre leiten, das Sonnenlicht so weit abschwächen, dass die Durchschnittstemperaturen um bis zu 6 Grad fallen könnten. Das habe ein Computerprogramm von James Hansen ergeben, schreibt die Washington Post weiter. Wobei man sich über den CO2-Ausstoß keine Sorgen machen müsse, vielmehr seien Sulfate, Nitrate und Kohlenwasserstoffe die wahren Klimakiller, die uns direkt in die nächste Eiszeit führen werden. Schon krass, allerdings hat Hansen nie derartiges behauptet. Das Paper, auf welches sich der Washington Post-Artikel bezieht, stammt von Rasool und Snyder. Hansen war nicht einmal Co-Autor. Die Wissenschaftler haben einfach nur ein Programm von ihm benutzt. Nach der Logik müsste der Apple-Chef Tim Cook auch sämtliche Ansichten vom Norman vertreten, nur weil der seine Videos mit einem Apple-Computer produziert. 10 Jahre später wird James Hansen zum Direktor des NASA-Goddard-Instituts erklärt und zaubert aus der globalen Abkühlung und der Temperaturkurve hier, die nach unten geht, eine globale Erwärmung mit einer Kurve, die nach oben geht. Das ist in mehrfacher Hinsicht nicht korrekt. Die Klimakurve hat niemand gezaubert, die basiert auf gemessenen Werten. Der Norman scheint hier reale Messungen mit Modellierung durcheinander zu bringen. Darüber hinaus war Hansen nicht der Erste, der eine globale Erwärmung aufgrund von CO2 prognostiziert hat. Da gab es beispielsweise schon Svante Arrhenius, der im Jahr 1896 die Erderwärmung bei einer Verdopplung des CO2s auf etwa 5 bis 6 Grad Celsius geschätzt hat. Wohlgemerkt hat er das ohne Computermodelle berechnet, sondern mit Stift und Papier. Heute geht man im Übrigen von einer Erwärmung zwischen 2,5 und 4 Grad Celsius aus bei einer Verdopplung des CO2-Gehalts. Nun hieß es droht doch keine Eiszeit, ganz im Gegenteil, es wird wärmer und zwar so warm, dass bald die Polkappen schmelzen werden. Hansen hatte auch nachweislich nie behauptet, dass eine Eiszeit drohen würde, aber dieser Fakt passt halt nicht in Normans Wendehals-Narrativ. Wie er mit seinem damaligen Computerprogramm ohne Chaostheorie und dreidimensionale Atmosphärendynamik eine globale Erwärmung berechnet haben will, das behielt er lange Zeit für sich und geheim und gab auch unter hohem Druck seiner Kollegen die Formel und den Code der Berechnung nicht preis. Man darf sich fragen, wie er auf diese Aussage kommt. Dafür finde ich keinerlei Beleg. Aus dem Jahr 1981 gibt es ein Paper von Hansen, welches sich nicht um die Klimakurve dreht, sondern ein Modell zur Klimaentwicklung von ihm detailliert beschreibt. Darin begründet er auch, warum ein 1D-Modell für eine qualitative Abschätzung ausreicht. Alle Formeln werden in dem Paper angegeben und beschrieben, einem in einer Fachzeitschrift veröffentlichten Artikel. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass er niemanden seine Formeln zur Verfügung gestellt hätte oder irgendwas geheim halten musste. Die Erstellung des Programmcodes ist für jeden, der auf dem Gebiet tätig ist, anhand der gegebenen Formeln und Beschreibungen trivial. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf Normans Dogwhistle mit der Chaostheorie in Bezug auf die Klimamodelle. Unter Leugner der Klimawissenschaften ist ein Satz aus dem 3. Sachstandsbericht des Weltklimarates sehr geläufig, allerdings ziemlich aus dem Kontext gerissen. Dort heißt es nämlich: Das Klimasystem ist ein gekoppeltes, nichtlineares, chaotisches System und daher ist die langfristige Vorhersage zukünftiger Klimazustände nicht möglich. Weggelassen wird allerdings der darauf folgende Satz. Vielmehr muss der Schwerpunkt auf die Vorhersage der Wahrscheinlichkeitsverteilung der möglichen zukünftigen Zustände des Systems durch die Erzeugung von Ensembles von Modelllösungen gelegt werden. Was bedeutet das? Man kann das Klima zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht genau vorhersagen. Dafür ist die dem System innewohnende Varianz einfach zu hoch. Man kann jedoch Wahrscheinlichkeit und Trends sehr wohl voraussagen und das tun Klimawissenschaftler seit Jahrzehnten sehr erfolgreich. Später durften Klimaexperten schon einen Blick auf seinen Computer werfen und fanden zugleich Unregelmäßigkeiten, die an Manipulation und Betrug grenzten und meldeten dies sogleich der NASA. Dass Wissenschaftler andere Wissenschaftler auf Fehler und Ungereimtheiten hinweisen, ist ein völlig normaler Bestandteil der Wissenschaft.
Und gerade dieser selbstkorrigierende Faktor macht die Wissenschaften so robust. Die Korrekturen haben die Aussage von Hansens Daten jedoch nicht verändert. Im Übrigen ist das nur deshalb möglich gewesen, weil Hansen eben nicht die Daten geheim hält, sondern sie stets transparent veröffentlicht. In einem Update seiner Publikation wirbt er für diesen Ansatz, weil die Daten zu wertvoll seien, um sie zurückzuhalten. Selbst wenn Leugner der Klimawissenschaften diese dann als Manipulation framen könnten. Und das ist ja spannend, das ist quasi das exakte Gegenteil von dem, was Norman behauptet. Ich würde fast annehmen, dass Hansens Kommentar gelesen worden ist und in dem Hin und Her zwischen Leugnern der Klimawissenschaften dann der tatsächliche Inhalt dann verloren gegangen ist und verdreht worden ist. Auch dem Klimapolitiker Al Gore, bekannt aus Eine unbequeme Wahrheit, fielen Manipulationen in den Angaben von James Hansen auf, der sich darauf angesprochen erneut herausredete, dass das nicht von ihm sei. Jemand müsse seine Daten nachträglich verfälscht haben. Auch diese Begebenheit stellt der Norman völlig falsch dar. Es ergibt doch auch überhaupt keinen Sinn, dass einer der bekanntesten Klimaaktivisten den bekannten Klimaforscher James Hansen in die Pfanne hauen will. Ja, dann macht das Nachdenken mal besonders Spaß, denn wer lässt sich schon gern verarschen? In Wahrheit hat sich die Geschichte ganz anders abgespielt, wie man in einer historischen Aufarbeitung nachlesen kann. Hansen hat seine Ergebnisse dem US-Kongress vorgestellt. Zuvor musste seine Aussage vom Office of Management and Budget geprüft werden. Diese hat einige Änderungen vorgenommen, insbesondere in Bezug auf die Aussagekraft von Hansens Modellvorhersagen. Gemäß der Änderung sollte Hansen behaupten, dass die Modelle keine zuverlässigen Vorhersagen zuließen und somit die Klimaproblematik herunterspielen. Da Hansen das natürlich nicht wollte, hat er sich vor der Kongressaussage mit dem demokratischen Senator Al Gore in Verbindung gesetzt und ihn gebeten, nach Widersprüchen in Hansens Aussagen zu fragen. So konnte er vor dem Kongress seine eigentliche Meinung kundtun und gleichzeitig aufdecken, dass die Bush-Administration versucht hatte, die Gefahren herunterzuspielen und die Präsentation zu beeinflussen. Da ging es nie um irgendwelche Datenmanipulation, wie der Norman behauptet. Und Hansen hat sich nirgendwo herausgeredet. Die wahre Geschichte hinter dem Vorfall zeichnet also ein komplett anderes Bild, als uns der Norman hier verkaufen will. Und auch hier auffällig ist das exakte Gegenteil von dem, was tatsächlich passiert ist. Ja, genau. Der Vorfall zeigt vielmehr, dass trotz wissenschaftlicher Evidenz schon damals das Bestreben da war, den menschgemachten Klimawandel zu leugnen. Er ist halt eine unbequeme Wahrheit. Nicht umsonst hat Al Gore seinen Film so genannt. Natürlich muss man anmerken, dass Al Gore ein Politiker und der Film keine Wissenschaft, sondern ein Film über Wissenschaft, aber mit einem politischen Motiv ist. Wer mehr über die Fehler im Film lernen möchte, dem kann ich das Video zum Thema von Simon Clark empfehlen, einem Doktor der Atmosphärenphysik. Wegen solcher und ähnlicher Unstimmigkeiten trennte sich James Hansen im Jahre 2013 von der NASA und ist seitdem als politischer Aktivist tätig. Wie kommt er denn darauf? Hansen hat bis zum Alter von 72 für die NASA gearbeitet. Das liegt über dem Renteneintrittsalter in den USA. Hansen plante nach seinem Ruhestand als Aktivist und vor Gericht für die Klimaschutzmaßnahmen zu streiten. Denn als Angestellter des Staates, so sagte er, könnte er den Staat nicht verklagen. Im gleichen Jahr wurde ihm der Reidenauer-Preis für seine große aufklärerische Arbeit und seine Courage gegen die US-Regierung verliehen. Den gleichen Preis für Mut, Menschlichkeit und Courage bekam 2019, auch der hier verliehen, ein Ehrenmann, der sich wie James Hansen selbstlos für die Rettung der Welt einsetzt. Wenn der Vater der Klimakurve, James Hansen, mit einem Preis ausgezeichnet wird und derselbe Preis später auch einem George Soros verliehen wird, hat das was zu bedeuten? Wenn der selbsternannte Investigativ-YouTuber Norman Klein mit einem Preis ausgezeichnet wird und derselbe Preis später auch einem Astro-Tim verliehen wird, hat das was zu bedeuten? Diese Denksportaufgabe überlasse ich den Logikern unter euch. Jetzt sind wir ganz tief im Kaninchenbau angekommen. Davon abgesehen, dass die anderen Personen, die diesen Preis erhalten haben, überhaupt nichts mit Hansens Ergebnissen zu tun haben, zeigt der Norman hier auch, an welche Zielgruppe er sich anscheinend richtet. George Soros ist bei Schwurblern ein bekanntes Feindbild. Seit Jahren wird gegen ihn gehetzt und sein Name steht im Zentrum von antisemitischen Verschwörungserzählungen. Norman betreibt hier also ein spezielles Framing für Schwurbler. Dabei wollte er doch eigentlich zeigen, dass angeblich irgendwas mit der Klimakurve nicht stimmen würde. Die basiert aber nun einmal auf Beobachtungsdaten. Daran kann weder ein George Soros noch ein James Hansen oder ein Norman Klein etwas ändern. Wie wir gesehen haben, sind Normans Manipulationsvorwürfe gegenüber Hansen ebenso haltlos wie Normans Behauptung, Hansen hätte eine Eiszeit vorhergesagt.
Nein, seine Modelle haben eine Erwärmung vorhergesagt, und zwar schon 1981. Norman suggeriert, Hansens Modellierung hätte irgendwas mit der Klimakurve zu tun, obwohl die eben auf Daten basiert und nicht auf einem Modell. Wie sich gezeigt hat, hatte Hansen aber offensichtlich recht. Die Temperatur ist gestiegen, wie von Hansen vorhergesagt. Tatsächlich zeigen diverse Klimamodelle eine gute Übereinstimmung mit den Beobachtungen innerhalb der Unsicherheiten. Auch dazu gibt es ein Paper, in welchem verschiedene ältere Klimamodelle mit den nun verfügbaren Daten verglichen wurden. Dieser Plot zeigt einen anschaulichen Vergleich. Wie man sieht, stimmen die meisten Modellvorhersagen innerhalb von 1 Sigma mit den Beobachtungen überein. Insbesondere das Modell vom Weltklimarat in der letzten Spalte zeigt eine gute Übereinstimmung. Die diversen Modelle von Hansen haben je nach Szenario unterschiedlich gut abgeschnitten. Die auffällige Unterschätzung des Modells in der vierten Spalte von links stammt übrigens gerade aus dem Paper, welches der Norman fälschlicherweise Hansen zuschreiben wollte, von wegen Eiszeit und so. Schauen wir mal weiter. Primär interessieren wir uns ja hier für diesen Mann hier, James Hansen, der offensichtlich etwas gegen fossile Brennstoffe hat. Doch wenn jemand gegen etwas ist, wird er doch sicher auch für etwas sein, doch für was? Also kein Öl, kein Gas, keine Kohlekraftwerke, aber auch keine Sonnenenergie oder Windkraft. Um das Klima zu retten, müsse die Kernenergie ausgebaut werden. Dafür steht Dr. James Hansen mit seinem Namen. Über das Für und Wider von Kernenergie kann man natürlich ausgiebig debattieren. Aber ich würde sagen, dass wir dieses Fass hier jetzt nicht aufmachen, sonst sitzen wir morgen noch da. Ja, das reicht. Schauen wir mal weiter. Dass er der Atomlobby dient, das verheimlicht er sehr geschickt, indem er sich hinter seiner computergenerierten Klimakurve versteckt. CGI Bullshit. Hier suggeriert er schon wieder, dass die Klimakurve nicht aus Beobachtungsdaten stammt. Entweder hat der Norman tatsächlich den Unterschied zwischen Messungen und Modellen nicht verstanden, oder er stellt es bewusst falsch dar. Es ist auch unangebracht, von seiner Klimakurve zu sprechen. Auch andere Institute haben aus den Temperaturdaten derartige Kurven erstellt. Im Vergleich zeigt sich, dass sie kaum von der Kurve abweichen, die Norman dem Hansen zuspricht. Oder arbeiten all die Institute insgeheim für James Hansen? Und neuerdings versteckt er sich sogar hinter Kindern. Könnte vielleicht ausnahmsweise mal jemand an die Kinder denken. Ad hominem geht weiter. Der Atomlobbyist James Hansen lässt sich immer wieder und gerne verhaften. Ich stelle hier die Fragen. Atomlobbyist James Hansen. Einspruch! Um als Ökoaktivist gegen die Regierung und die Öllobby in Erscheinung zu treten. Neuerdings lässt er sogar Kinder für sich arbeiten, wie zum Beispiel hier seine Enkeltochter Sophie auf der UNO-Klimakonferenz 2017 in Bonn. Da nicht jeder Öko-Warrior einfach so mit seinem Nachwuchs bei einer UNO-Konferenz auftreten darf, fragt man sich, welche Großlobbyisten wohl hinter ihm die Fäden ziehen. Als angesehener, preisgekrönter Forscher wird er gern gesehener Gast gewesen sein, da braucht es nicht zwingend irgendwelche fädenziehenden Großlobbyisten. Diese Enkeltochter ließ er bereits 2015 für seinen Kampf einbinden. Die Kleine ist Mitglied der Climate Kids USA, die mit der freundlichen Unterstützung James Hansens seitdem die US-Regierung verklagen. Es ist schon sehr abwartend, dass er sie als Kleine bezeichnet und ihr die Mündigkeit abspricht, selbst für den Klimaschutz eintreten zu wollen. Das Logo der Climate Kids, eine blau-grüne Erde. Dieses Logo und protestierende Kids treten seit 2019 auch in Deutschland auf und alle tun so, als sei das Ganze ihre Idee, Greta Thunberg, das nordische Mädel, mit den in Deutschland umstrittenen Zöpfen. Es ist ja auch nicht sonderlich abwegig, eine Erde als Symbol für etwas Globales wie das Weltklima zu verwenden. Hey, ich habe auch eine Erde als Logo. Erfunden haben es aber die hier, und was als Protest gegen fossile Brennstoffe begann, entartete zu einer Forderung einer globalen CO2-Steuer, die bis zum Jahre 2023 kommen wird. Eine Steuer auf Autos, eine Steuer auf ein warmes Zuhause und eine Steuer auf den wohlverdienten Urlaub. Anstatt zu argumentieren, appelliert der Naumann hier schon wieder an Emotionen. Klar, als Mensch, der viel verreist wie der Norman, ist man natürlich für mehr Emissionen verantwortlich. Meine Expedition begann in Şanlıurfa, einem schönen historischen Ort im Südosten der Türkei. Zum Glück war die Strecke gut ausgebaut, dank Erdogan.
Ich checkte ein im Hilton Hotel und rettete mich in den kühlen Pool, da die Temperaturen draußen kaum auszuhalten waren. Willkommen zu einer weiteren Sendung von Norman Investigativ. Heute mal wieder aus China. Wo sind all die Chinesen hin? Und so sieht es aus, wenn man in einem überbevölkerten Land Karussell fährt. Danke, Greta. Wir werden dich alle noch sehr lieb haben. Norman stellt es so dar, als hätte Greta Thunberg die CO2-Steuer erfunden. Dabei gab es in einigen europäischen Ländern schon eine CO2-Steuer noch vor ihrer Geburt. Die, die für eine CO2-Steuer stehen, sind zugleich gegen Zöpfe, lassen sich aber durch ein kleines Mädchen vertreten, die genau solche Zöpfe trägt. Verstehen muss man das nicht, aber darum geht es ja in der Klimadebatte, Verwirrung stiften, um den Bürger später für seine gefühlte Sicherheit zahlen zu lassen. Darum geht es den Leugnern der Klimawissenschaften. Verwirrung stiften, um dem Bürger später die Folgen des Klimawandels ausbaden zu lassen. Das ist doch ein guter Schlusssatz. Den Rest können wir uns dann im nächsten Teil ansehen. Also vielen Dank, Max, für deine Unterstützung. Ja, vielen Dank, Flo, für die Einladung. Und ich danke natürlich auch meinen Kanalmitgliedern und Patrons. Wenn auch ihr meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich natürlich freuen. Link ist in der Beschreibung. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank. Also macht's gut. Abonniert Flo Plus, Leute. Abonnieren, abonnieren, abonnieren.